Hallihallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 3 Adventures of Lara Croft mit mir, TMWS Draffel. Lass uns weitermachen hier in London. London Level 3 und dieses dritte Level heißt Lutz Gate. Ganz genau. Hier haben wir gerade eben einen Ex-Mitarbeiter von Sophias Industrie irgendwie getroffen und der will eine Flasche aus dem ägyptischen Museum haben, ein Balsam oder so. Und ja, das müssen wir erstmal besorgen und dann kann er uns helfen, zu Sophia zu kommen. Die das Artefakt hat, nachdem Lara sucht, ja. Gut, dann machen wir doch mal so. Und wartet. Diesmal sind diese Schläger nicht unsere Feinde, sondern unsere Freunde. Solange ihr nicht auf sie schießt, ne? Also hier ist wieder dasselbe Prinzip wie in Kloster von Barkang und sonst wo noch. Ja. Ja, Hochsicherheitstrakt zum Beispiel auch und irgendwo war da nicht noch ein Ort? Ich weiß schon gar nicht mehr. Okay, wir gehen erstmal in das linkere Loch rein. Und hier sollten wir etwas schnell sein, aber wartet mal. Lass mich mal kurz nachsehen. Okay, nee, da ist nix. Komm einfach schnell rauf, Lara, ja, au. Also irgendwie war das nicht gerade sehr gut, aber... Moment, ich will es nochmal gerne probieren. Moment. Einfach ein bisschen weniger Schaden. Aber es ist gar nichts hier, ne? Warum ist hier überhaupt so eine Stachelwand? Das ist eine Stacheldecke, ey. Boah. Aua. Jetzt schnell rauf, bitte. Jetzt nicht erwischen lassen. Naja, okay, man kommt irgendwie immer mit ein bisschen Schaden dadurch. Naja, aber das ist jetzt ein bisschen besser, der Schaden. So, Schalter. Ich weiß zwar jetzt nicht, was er gemacht hat, aber... Wir holen uns erst einmal das erste Secret. Ganz in der Nähe. Oh, und das sieht irgendwie... Was ist das? Kanalisation? Hm. Auf jeden Fall... Die Musik auf was ganz Mysteriöses an. So, das ging immer grad. Das war haarscharf. Ging grad nochmal gut. Mensch, also ich muss mich nochmal an den Analogstick gewöhnen. Kann ja nicht sein, meine Güte. So, wir hangeln einfach mal weiter. Immer schön weiter. Und irgendwo wird dann jetzt... Ja, da ist das erste Secret. Das holen wir an uns. Einmal drehen, bitte. Und nach unten. Aha, ihr kennt diese kleine Melodie. Oder dieses Geräusch. Ist es eine Melodie oder ein Geräusch? Das interessiert mich jetzt mal. Das ist einfach so ein Xylophon-Tonleiter. So eine Art. Okay, also erstes Secret haben wir. Es gibt insgesamt 6. Haben wir gerade eben auf unserer schicken Stoppuhr gesehen. Aber, ja. Gleich geht's weiter. Also, ja, es geht ja ohnehin weiter. Aber gleich... Warte mal, von mir jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, nee, ja, wir kriegen gleich noch ein zweites. Ja, genau. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Und jetzt... Stopp. Jetzt muss ich mal überlegen. Ich glaube, jetzt ganz so einfach kommen wir jetzt nicht mehr rauf. Ah! Mist! Wie kam ich nochmal darauf? Stopp. Wartet mal. Ich glaube, ich habe mich hier drin nicht so ganz genau umgesehen. Oder irre ich mich? Ja, genau, hier mussten wir rauf. Oh mein Gott, ist mir das unangenehm. 1 von 6. Also wir haben immer noch das Secret in petto.
Naja, wieso sollte der Zähler auch auf 0 fallen, aber gut. Naja, wir haben aber auch die ganzen Gegenstände schon. Also hier liegt nichts mehr. So, und irgendwie war das jetzt eine falsche kleine Methode, raufzukommen und... So, rauf bitte. Ach, da. Wie konnte ich das nicht sehen? Aber... Ja, genau, da geht's weiter. So, der Schalter ist gedrückt, ne? Den habe ich doch gerade eben betätigt, bin ich mir sehr sicher. Und... Ach ja, ich bin mir sicher, ich habe ihn gedrückt, denn sonst wäre diese Falltür nicht offen. Mit Sicherheit. In Ordnung. Jetzt die Frage, was ist denn hier? Ich glaube, hier kommen wir wieder... ja, genau. Da an den Anfang zurück. Aber da müssen wir nicht hin. Beziehungsweise da kommen wir auch jetzt nicht rauf. Es sei denn, man springt ganz geschickt und, ja. Aber unser Weg führt dennoch hier noch, durch diesen Gang hindurch und diese Leiter hinauf. Und... Mir war so, als müsste man irgendwo abspringen. Für das zweite Secret. Da muss man einfach nur ein bisschen rauf und zur nach links. So, ich glaube, wenn man an das grüne Licht kommt. Ja. Ich glaube, ab hier und auf der linken Seite. Wenn Laras Hände... Ich kann jetzt sein, dass ich mich irre, aber ich habe so eine Erinnerung, wenn Laras Hände jetzt so in dieser... sich auf der Höhe befinden, wie diese weiße Linie ist, von diesem Gatter zu unserer Linken, dann kann man abspringen. Und dann... Okay, das war vielleicht doch etwas zu hoch. Aber das ist nicht so schlimm. Dann gehen wir einfach runter. Dann probieren wir es hier mal. Ich hoffe, das wird funktionieren, oder? Ich glaube, wisst ihr was? Ich habe mich doch geirrt. Ja, das ist korrekt. Okay, dann war es also der... Das Rote. Nicht das Grüne. Aber das Grüne? Da müssen wir auch irgendwie... ran. Was für ein erfolgreicher Sprung. So, und jetzt... Aber beim Grün dürfen wir nicht zu hoch und nicht zu tief sein. Ich glaube, das hier ist jetzt die perfekte Höhe. Oder auch nicht! Nein! Moment. Was für ein Glück, dass wir die... Super tolle Technik von der F3-Taste haben, ja. So, dann nee, guck, jetzt versuchen wir es hier. Okay, zu viel. Meine Güte, jetzt aber, komm. Okay, bis jetzt habe ich es tatsächlich, glaube ich, raus. Wir dürfen uns nicht drehen während dem Sprung. Ja. Jetzt aber. So, das ist kein Secret. Aber trotzdem. Alles gut. 2 von 6. Wir sind immer noch gut bedient. Wartet mal kurz. Ach, nee. Nee, doch, es war also doch nichts Großartiges da jetzt an der... Noch
gegenüber von der Kletterwand. Und irgendwie kommt mir jetzt so vor, als hätten wir ewig gebraucht jetzt für diese eine Kletterwand. Ganz schön lange. Zumindest. So, irgendwie. Wir gehen noch weiter. Ach ja, im Übrigen. Dieser Raum, der wird euch vielleicht einfach nur von der Architektur her vielleicht bekannt vorkommen. Ich glaube, das habt ihr schon mal gesehen, ja. Für diejenigen, die die Tomb Raider 1 gespielt haben oder die mein Tomb Raider 1 Let's Play gesehen haben. Ja. So. Ah, Moment, nicht erwischen lassen. Wir gehen jetzt sofort wieder zurück. Ach, jetzt ist die Musik ganz plötzlich eine andere. Okay. Wird jetzt leider so kommen, als dass oh Gott, ich bin heute wieder ein bisschen neben der Rolle im Sprechen. Also, leider werden wir uns wieder ein bisschen durchkämpfen müssen. Schauen wir das Gewehr dazu. Und so, wenn wir jetzt das Podest noch schieben können. Wenn das jetzt noch möglich ist, dann lache ich mich. jetzt ist er eh weg. Oh, wie schade. Ich hätte gern gesehen, wie das ausgesehen hätte. Naja, aber okay. Mit einer Leiche rumzuspielen, ist schon ziemlich unwürdig, muss ich sagen. Okay. Und nochmal. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob wir das Richtige gemacht haben, aber ja, okay, hier ist der Schalter für die Tür. Habe ich jetzt im Nachhinein doch schon gedacht, hey, wieso nutzen wir dafür einen Block wie für einen alten Tempel. Ach, dieses Loch kennen wir ja doch, ne? Da kommen wir gerade her. Ja, ich glaube, wir haben es doch richtig gemacht. Denn wenn wir den Block jetzt nicht verschoben hätten, dann wäre hier jetzt eine Sackgasse gewesen. Oh. Was haben wir denn hier? Ein kleines Mediapack. Ist das dieses ägyptische Museum, wovon die Rede war? Könnte ja sein. Oh, eigentlich sieht das für ein Thumbnail sehr schön aus, muss ich sagen. Naja. Wenn jetzt. Jo. Also der Tempel, meine ich. Wenn jetzt Laras Hintern nicht so gerade in die Kamera guckt, wäre es am schönsten. Ich will nämlich nicht, dass sowas das Bild dominiert. Das ist nämlich. Ich mag das nicht, nee. Ich meine immer, das hat Konsequenzen. Böse oder sowas. Naja, weiß ich nicht. Egal, wir gehen rauf. Nochmal. Also, ja. Hier ist doch so ein Loch in der Wand. Wieso gehen wir da nicht rein? Ich nehme mir mal das Recht und schiebe einfach mal den Block. Und ich glaube, irgendwas haben wir jetzt wieder bewirkt, ne? Mit der Architektur des Raums.
Ja, Tatsache. Ach ja, ich glaube, ich weiß, was es ist. Man kann. Es verändert sich einfach nur die Position dieses Blocks, aber wartet mal. Oh, wartet mal. Kommen wir da jetzt noch rauf? Wenn nicht, dann hätten wir jetzt vielleicht ein kleines Problem. Aber nein, wisst ihr was? Mein geübtes Auge sagt mir, da kommen wir immer noch rauf. Und zwar so. Exakt. Hier ist nämlich noch so ein Schalter, den müssen wir umlegen. Oder können wir umlegen? Auf jeden Fall haben wir jetzt eine andere. Nee, also wir können jetzt raufklettern, aber jetzt noch nicht. Das machen wir gleich. Ach ja, komm. Du, Speicherkristall, dich kann ich gut. Kann ich gut in meinen im Sortiment gebrauchen. Das war jetzt sehr unklug. Wisst ihr was? Ich glaube, vielleicht mache ich. Ach, nee, ich glaube, ich muss wohl oder übel nochmal da rein. Dauert aber nicht lang. Man kann tatsächlich nicht mehr dran springen. Ich denke einfach mal, weil einfach die Fläche. Die Distanz von Fläche und Decke zu, oder von Boden und Decke zu gering ist. Und da gibt's für Lara so ein Limit. Mit, Springen und Festhalten. Von Sprung bis zum Zeitpunkt, wo sie sich festhalten kann, genau. Okay, eine weitere Tür ist offen. Aber. Ja, wir benutzen jetzt einfach die Leiter, um zur Tür zu gelangen. Das wird doch jetzt gehen, ne? Genau. Einfach drüber. Okay, da die Plattform. Die wartet schon sehnsüchtig auf uns. Und Vorsicht, nicht durch das Loch fallen. Das ist ein Loch, ja, da fällt man durch. Ist nicht so gut. Und ja, Fackeln. Jetzt, ich frag mich gerade, Secrets. Wo sind die letzten Secrets noch? Ja, letztes Secret. Wo sind die restlichen Secrets? Ich mache mir da gerade ein bisschen Gedanken drüber, nebenbei. Aber. Also verpasst habe ich mit Sicherheit keins. Das wüsste ich, glaube ich. Oh. Ich glaube, wir haben unser Ziel erreicht für unseren guten Arbeitskollegen, aber wartet mal, da ist dieses Balsamöl jetzt. Das liegt da oben, da auf diesen dampfenden Särgen, zwischen den dampfenden Särgen, aber da ist eine Plattform und soweit ich weiß, kann man da auch darunter. Also es ist nicht zwingend notwendig, das Balsamöl zu holen. Ich will jetzt nur mal gucken, wo wir da jetzt rauskommen. Ach so, ja, mhm. Gut, okay. Aber das ist nicht unser Ziel. Es ist. Eigentlich geht das sogar schneller. Aber. Das wäre ja unfair gegenüber unserem. Mit unserem Partner zusammen. Der will ja jetzt das Öl haben. Ich weiß zwar nicht, wofür er das braucht, aber. Oh, guck mal, die Särge haben aufgehört zu dampfen.
Balsamöl. Ja, Oil. Okay, Öl ist wahrscheinlich nicht drin in diesem Spiel. Der Buchstabe Ö. Naja. So. Denn ich glaube, wenn wir jetzt nach unten gegangen wären, hätten wir ein Secret nicht holen können. Und das wäre natürlich doof gewesen. Für jemand, der gern alle haben will und das Bonus-Level zeigen will. Hast du was, Polizist? Nein? Ach ja, gut, dann geht's woanders weiter. Moment, oh. Tür. Und davor war eine Öffnung. Hat die Tür irgendeinen Zusammenhang mit diesem Loch in der Wand? Boah. Boah. Wie dreist. Also. Nicht nur die Jugend von heute wird unverschämter, wo so, wie man es immer schön so daherredet. Betrifft einfach alle. Irgendwie. Oh. Naja, aber das war jetzt kein Vorwurf. Überhaupt kein Vorwurf. Das war einfach nur sollte eigentlich mehr witzig sein, ja. Für diese Situation. Naja gut, aber Leute, ich glaube, hier mache ich erstmal ein kleines Päuschen wieder, okay? Aber ihr wisst ja, es geht ja bald weiter. Ich bemühe mich ja stets immer, einen Rhythmus beizubehalten. Und ja. Ich mache dann hier wirklich eine kleine Pause und im nächsten Part geht's dann hier weiter bei diesem Gebäude oder so, was immer das ist. Und ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute und bleibt immer stets gesund und fit und ihr selbst und immer optimistisch, ne? Bis zum nächsten Mal, euer TMWS-Driver und ciao. Macht euch eine schöne Zeit.